Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Dark Souls. Ja, ihr merkt schon, letzte Zeit ist ein kleines bisschen der Wurm drin, ne? Ich habe gerade echt ein bisschen Probleme bei diesem Bosskampf. Es ist der zweite, der halt, wo ich halt überhaupt sage, der hat ein bisschen Anspruch. Alle anderen waren ja ziemlich einfach und dementsprechend hatte ich in den anderen Bosskämpfen auch wirklich keine Probleme. Rötliches Wasser, schön. Und die Spinne noch mit. Dann gehen wir aber auch schon wieder weiter. Bin mal gespannt, ob ich diesen Bosskampf je schaffen werde. Es ist halt auch schade, wie viele Seelen ich jetzt eigentlich dadurch schon wieder verloren habe. Der ganzen Zeit. Die halt dann irgendwo am Boden rumliegen. Weil ich sie halt nach dem Tod nicht aufgehoben habe, aber auf dem Weg dorthin halt jedes Mal wieder neue Monster finde, ne? Also eigentlich schon ziemlich schade. Aber gut, hilft ja nicht. Oh, der lebt ja noch. Stirbst du jetzt mal bitte? Und Jack. So, was haben wir hier Schönes? Wieder ein Menschenbild? Nein, Prismastein. Sag ich auch nicht nein. Normale große Seelenpfeile reichen für die Viechers da oben. Machen wir erstmal den da. Brauchen wir keine großen. Also keine großen schweren. Da reichen die da auch. Aber die da jetzt erst weg. So. Dann hier wieder in den Raum rein. Dafür hier wieder die Spinnen machen. Cast mal schon mal weg da. Das sind nämlich die, die mir dann immer in den Rücken fallen werden. So. Das ist eigentlich alles wunderbar geklappt. Dann können wir uns jetzt noch um den kümmern. Und ich weiß gar nicht, ob dann noch Spinnen da sind. Nein, ich glaube nicht. Ein Menschenbild. Na, immerhin bekommen wir von denen wundervoll Menschenbilder. Das ist toll. Und ich werde jetzt bei dem Bosskampf ziemlich schnell auf Abstand gehen. Und einfach hoffen, dass die Spinnen so tierisch aggro auf den NPC bekommen. Dass mir der Rest ziemlich wurscht ist. Jetzt halten wir unterwegs Ausschau nach Spinnen. Dass wir die vielleicht unterwegs schon mal alle wegbekommen. Wird nicht schaden. Unterwegs noch ein paar ausschalten würden. Weil die kommen alle dann unten. Naja, komm. Wir sind jetzt unten, haben wir zwar einmal ein bisschen Probleme gehabt, weil so viele Spinnen da waren, aber das Riesenproblem war es jetzt auch nicht. Aber wäre ja schon schön, wenn wir unterwegs schon die ein oder andere Spinne ausschalten könnten. Ja, gut. Auf ins Getümmel. Da haben wir zum Beispiel schon mal eine. Von vornherein ausschalten können. Da haben wir die nächste. So ein bisschen der Reihe nach durchgehen. Da oben ist die nächste. Damit wir sie nicht immer geballt bekommen. So. Hier hinten, ach hier oben, so kommen die nächsten abgeseilt. Ich brauche kaum Ausdauer beim Zuschlagen. Jetzt kann das sein. Kommt das durch die neue Skillung? Oder war das vorher auch schon so, dass ich gar nicht so viel gebraucht habe? Auch beim Blocken. Ah, ich finde es gut, mal davon abgesehen. So, jetzt holen wir uns die im Eck noch. Seit schau, 5000 Seelen. Für nichts und wieder nichts, ne? Für kaum was machen. Ist eigentlich schon ganz cool. Schlebenstein. Rufsymbol. Rufen. Dann warten wir, bis er hier vorne ist, bevor wir reingehen. Damit er auch schnellstmöglich mitkommt. Und dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen Fernkampf machen. So, er ist da. Dann Konzentration. Wir schaffen das jetzt.
Will ich ja nicht schon wieder versagen. Erstmal die kleinen Spinnen alle wegmachen, würde ich sagen. Naja, wobei, ich kann jetzt eigentlich... Ah, jetzt habe ich die falsche Waffe. Da ist eine Spinne. So. Ja, ja, nee, nee, nee. Oh, das hat wehgetan. Schaffe ich das noch rechtzeitig, bis die Spinne kommt? Ja. Gut. Oh, danke. Danke, dass du das Ding gemacht hast. So, das hier war jetzt der Strahl. Ein-, zweimal draufhauen und zum nächsten kommen. Ein-, zweimal draufhauen. Wegrollen. Und zum nächsten Kopf. Ein. Zweimal. Nee, das hat mich hingehauen. Okay, wir hauen da drauf. Draufhauen. Und weg. Jetzt komm, komm jetzt Spinnen. Sind jetzt. Ausdauer. Sind da jetzt schon Spinnen gewesen? Nee. Noch nicht, ne? Oh, da war jetzt ein Stoß. Weg, 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 weg. Okay, okay, okay. Es tut mir leid, aber... okay. Ich bin ganz, 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 ganz froh. Ich sag's ganz ehrlich. Weil neben den Beinen, das jetzt zu machen, war eine schwachsinnige Idee. Ich weiß, dass es... Wow. Komm, lass mich in Ruhe. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ich weiß, es macht jetzt ziemlich... Naja, wobei, so einfach ist es auch deswegen nicht, aber... Ja, da treffe ich sie gerade nicht. Treffe ich sie hier? Ah, ich verstehe schon. Ich muss direkt vor ihr sein, damit das klappt. Ich muss direkt vor dem Kopf sein. Der Kopf hat gerade Aggro. Wobei, ich glaube, die Köpfe haben alle Aggro. Ja. Nein, nein. Wow, okay. Es hat geklappt, es hat geklappt, es hat geklappt. Lustigerweise kommen gerade keine Spinnen. Oh, da sind sie schon. Okay. Nein, 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 nein. Komm, bitte, 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 ist das? Okay. Hier sind immer noch Spinnen. Er macht die Spinnen, oder? Macht er die Spinnen? Er macht die Spinnen, okay. Das Ding dreht sich rum, gerade wie irre. Nein, 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 nein. Bitte, bitte lass mich trinken, bitte lass mich trinken. Okay. Jetzt ist er besiegt. Jetzt ist, bin ich alleine gestellt. Okay, die Spinnen sind weg. Das war dieser Angriff und ich hatte keine Ausdauer mehr. Okay. Und wegrollen. Okay. Ich habe Angst. Das sind wieder Spinnen. Das ist eine, ist nur eine Spinne, oder? Sag mir, dass es nur eine Spinne war. Okay, sie hat mich nicht gefesselt. Eins. Nein, 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 nein. Angst. Okay. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Nicht, 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 nicht. Ich will das jetzt schaffen. Ich will das jetzt. Ich kann trinken. Gut. Okay. Oh, ich habe Angst. Sie stampft, ich kann trinken. Okay. Komm, 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 komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte. Oh! Ja! Ich hätte die kleinen Spinnen nie alleine weghalten können. War das, weil ich dem geholfen habe? Oder weil er mir geholfen hat? Und war das der, der da gestorben ist? Ich glaube. Ich weiß es nicht, aber ich glaube.
Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was der Punkt jetzt hier noch so großartig bringen würde. Ich habe auf alle Fälle eine große Seele umarmt. Das ist ja toll. Ja, nicht runterfallen. Hätte sein können, dass man dagegen hauen kann. Oh, aber dann haben wir das wenigstens hinter uns. Tut mir leid, dass ich mir die Hilfe geholt habe, aber ganz ehrlich, ich hätte da keinen Nerv mehr gehabt. Da gesehen, wie ich unter Spannung gestanden bin jetzt bei diesem Kampf. Und dann nochmal die ganzen Spinnen. Nee. 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 Hallo. Was ist Lebensbalken? Hallo. Du bist ja süß. Du bist ja voll knuffig. Einen Lichtsteinschlüssel, einen Duftzweig und einen Finsterquarzring plus eins. Lichtsteinschlüssel. Ist das das, was ich jetzt für diese Türen brauche, die ich nicht aufmachen konnte? Hier drin? Oh, guck mal. Hallo. Wieso kann ich dich nicht backsteppen? Ah, jetzt geht's. Was warst du denn? Wenn gar als Rüstung, Handschuhe und Stiefel. Schön. Das ist jetzt wieder so ein besonderes Leuchtfeuer, oder? Nein, doch, es ist ein Urleuchtfeuer. Leuchtfeuer der Lichtsteinbucht. Ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Cool. Dann können wir ja jetzt noch gucken, welche Türen wir mit diesem Schlüssel aufmachen können, ne? War auf alle Fälle eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Bin ich mir sicher, aber ich mir die jetzt alle gemerkt habe, wo die jetzt alle waren. Ja, wir können einfach dieses Gebiet nochmal durchsuchen. Dann finden wir da mit Sicherheit noch die ein oder andere Tür. Gab es hier jetzt eigentlich auch schon eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte? Weiß nicht, also wir können ja mal gucken. Von hier kamen wir. Ja, von hier kamen wir. Das ist irrelevant. Also hier war nichts. Spinnen lassen wir mal Spinnen sein. Machen wir jetzt den da erstmal weg, da unten. Ich finde es halt interessant, dass sie diesmal keinen Wert mehr drauf legen auf Entfernung, dass du einfach schießen kannst. Das finde ich tatsächlich wirklich sehr interessant. Wie, der lebt diesmal noch? Wahnsinn. Der überlebt hat? Die Spinne? Weg damit. Dann haben wir da hinten noch einen gehabt, oder? Nö. Da unten ist immer noch einer gewesen. Ah! War ja so klar, dass ich da jetzt durchfalle. Ich wollte es halt einfach noch einmal versuchen, aber ich gebe es jetzt auf. Ich werde diese Viecher nicht mehr angreifen. Ist mir jetzt so scheißegal. Müsste ich wirklich komplett auf Stärke trimmen und mit dem Bogen wegballern oder was auch immer ich für Attribute für den Bogen nochmal brauche. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt dann echt ein bisschen zu dumm. Dass ich da jetzt jedes Mal sterbe. Nur für diese blöden Viecher. Also, nee, danke. Oh, guck mal, der kommt nicht mehr wieder. Oder doch, der ist noch da. Ich wollte gerade sagen, haben wir den schon so oft besiegt, dass er nicht mehr wiederkommt? Wäre jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Hätte ich kein Problem damit gehabt. Okay, zwei Feuer und ein normaler. Wobei ich die Feuer nicht mehr aufsparen sollte. Denn oh, diesmal hat er mich getroffen. Denn immerhin kann ich von den Feuern scheinbar nur eine begrenzte Anzahl kaufen. Also war das eigentlich doof. So. Wenn ich halt nur noch wüsste, wo die Türen waren. Also ich weiß, hier war irgendwo eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Das Drecksviech da unten, ne? Jetzt wuselst du da irgendwo ins Eck. Ne. Ne. Lass uns mal nochmal auf die andere Seite rüber. Vielleicht war das ja irgendwo hier. Greifen.
Und runter da. Was, der trifft mich dann? Nein! Boah, wie geschiert! Das ist gemein. Ich hatte es schon fast vermutet in dem Moment, wo ich losgeslidet bin, dass ich abstürze, wenn mich der trifft. Ich hab's ja vermutet. Ich hab's wirklich vermutet, also wirklich so ganz ehrlich, ehrlich. Oh, wow. Okay, also die schalten wir alle aus vorher, bevor wir irgendwas machen. Ich find's halt wirklich interessant, dass der da noch lebt. Dass der überhaupt noch wiederkommt. So viel wir den jetzt schon weggeschossen haben. Ja, wir müssen bald mal wieder normale Pfeile kaufen. Gehen mir aus. Ach, Spinne, komm. Lauf da runter, damit du stirbst. Oder eben nicht stirbst. Dann klaube ich dich hinterher auf. Ist auch kein Problem. Mach ich gern. Okay. Der Depp ist, wo? Da unten. Man muss auf den Kopf jumpen. Oh, also die Spinne ist doch gestorben. Ah, treffen wir nicht. Schade. Na gut. Irgendwas ist hinter mir. Komme ich das Ding ins Visier? Nein, natürlich nicht. Dann machen wir es halt wieder so. Da müsste ich ihn treffen, aber er mich nicht. Mir die Spinne noch getroffen. Kannst du mal stehen bleiben, du Narr? Willst du mich jetzt verarschen? Danke. Tot? Ja, okay. Gut. Dann mal das hier. Jetzt kann ich darüber, ohne abzustürzen. Wunderbar. Geht doch. Hinter uns ist noch einer. Das, glaube ich, war nur, um ans Leuchtfeuer zu kommen, oder? Glaube ich. Das war hier ja nichts. Ja, hier kann man ans Leuchtfeuer. Gut. Drüben war noch einer, genau. Trifft er mich eigentlich? Ja. Habe ich dagegen geschossen, verdammte Kacke. Ist mir jetzt egal, ob er mich trifft. Hauptsache er stirbt. Und ich brauche unbedingt demnächst Bögen. Pfeile. Da kann ich aber runter. Bleibt mir ja eh nichts anderes über. Aber dann war hier doch nirgendwo eine Tür. Oder doch, aber... Die war in einem anderen Gebiet drin. So, jetzt ist Schluss hier. Die ist in einem anderen Gebiet drüben dann gewesen. Irgendwo war auf alle Fälle eine Tür. So, der lebt auch noch immer. Der gibt's noch. Dann war das da drüben. Erstmal den tot machen. Dann die Spinne. So. Ich weiß es echt nicht mehr, wo es war. Erstmal die wieder wegmachen. Ach komm, erstmal den da. Ich zaubere jetzt mal wieder. Kann nicht schaden, mal wieder mit Zauberei zu arbeiten. Auch wenn wir ein bisschen mit dem, wenn wir jetzt, ja, wir sollten lieber den Großen nutzen. Erstmal räumen wir hier unten auf, bevor ich hier rumrenne.
weiß, ich könnte die auch mit Schwert besiegen, aber ich habe da jetzt irgendwie dezent keine Lust drauf. So oft, wie ich jetzt in letzter Zeit gestorben bin, will ich einfach mal wieder auf Abstand gehen von den Gegnern. Einfach auf Nummer sicher gehen. Da kommt eine Spinne. Ich habe dich runterfallen gehört. Also versucht es gar nicht erst, wenn ich leise sein könnt. Gucken wir mal, ob hier die Tür war. Auf alle Fälle ist hier keine scheinbare Wand. Das sein können. War mal so sicher, dass ich hier in dem Gebiet auch eine Tür hatte. War mir so sicher. Ah, so kann man sich wohl täuschen. Doch, hier. Nee, das ist auch keine. Aber da ist eine Tür dahinter. Ha. Verschlossen. Das ist ein anderer Schlüssel, den ich bekommen habe. Alles klar, verstehe. Ja, dann haben wir noch andere Gebiete zu besuchen. Auf alle Fälle. Dann gehen wir hier halt erstmal raus. Ich könnte natürlich aber auch einfach mal Trick 17 anwenden. Das ist aber einfach zu einfach. Öffnet Schmied Leningrads Laden in Majula. Das war das hier. Das war ein Haus in Majula. Wald der Riesen. Lichtstein. Zur Lichtsteinbucht. Öffnet die Tür zur Lichtsteinbucht. Aber wo ist die Lichtsteinbucht? Das ist eine gute Frage, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich habe noch eine andere Vermutung. Ich möchte noch gerne woanders hinschauen. Zum Mal am Anfang. War hier nicht vielleicht sogar noch was? Außerdem müssen wir jetzt einmal 60.000 Seelen ausgeben. Was ja mittlerweile nicht mehr viel ist. Es reicht für wie viel? 2 Level-Ups? Und das so gerade noch oder gerade nicht für 2? War denn nicht hier noch irgendwas? Das muss ich gucken. Von hier kam ich, ne? Von hier bin ich gekommen. Genau. Dann gehen wir nämlich jetzt hier auf dem oberen Teil des Gebietes nochmal rein. Ob es hier nicht noch irgendwo eine Tür gibt. Ich bilde es mir gerade ein. Ich habe leichte FPS-Probleme. Das sieht man so ein bisschen an den Viechern aus der Ferne, wie sie sich in der Ferne bewegen. Irgendwie sehr seltsam. Da kommen jetzt sicherlich gleich wieder welche rausgesprungen. Ja, da habe ich euch ja schon. Da seid ihr ja schon. Wow. Ah, einen harten Schlag drauf, der Junge. Nein, nein, nein. Oh, jetzt hätte ich schon gedacht, ich hätte das Ding jetzt benutzt. Große Titanitscherbe finde ich gut. Ich will mich hier jetzt noch ein bisschen umschauen. Und mir ist es auch relativ egal, wenn ich Schaden nehme. Weil ich kann dann immer noch mich zurückporten und meine Estusse wieder auffüllen. Aber ich habe mich halt hier gerade gefragt, ob vielleicht hier hinten noch irgendwo ein Geheimnis gewesen ist. Aber dem war wohl nicht so. Jetzt mal ganz ehrlich, war ich dort überall? Wow. Tschüss. Na, 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 na? Fällst du jetzt runter? Dann halt so. War ich denn dort überall? Das frage ich mich nämlich gerade, weil das sind Gerüste. Kann mich nicht erinnern, dass ich auf den Gerüsten war. Ach, wobei, das sieht nicht so aus, wie wenn das betretbare Gerüste wären. Nee. Da unten kann man aber auch nicht hin, ne? Oder kann man da vielleicht später doch hin? Ach, der schreckt mich nicht so, der Stein. Bin schon viel zu weit gewesen. Und da später runter kann? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es echt nicht. Naja, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Jetzt muss ich dann erstmal gucken, wo ich als nächstes hingehe. Irdenspitze muss ich nochmal, ist mir gesagt worden, ne? Irdenspitze ist noch so eines meiner Ziele, wo ich nochmal hin sollte. Ja, wir finden das schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sag Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.